Heute geht es um Materie im Magnetfeld und die sogenannte Permeabilitätszahl. Permeare, wieder lateinisch, heißt durchdringen und etwas wird von einem Magnetfeld durchdrungen. Man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, dass man hier eine Spule hat. Die Spule wird mit Strom beschickt, sodass sich ein magnetisches Feld im Innern der Spule aufbaut. Und jetzt kann man in die Spule hinein irgendein Material hineinbringen. Und dieses Material könnte zum Beispiel Eisen sein, dieser klassische Eisenkern, oder natürlich auch jedes andere Material. Übrigens, auch wenn man kein Material reinbringt, hat man in der Regel Luft in der Spule, die ja auch einen gewissen Einfluss auf das magnetische Feld hat, was im Innern sich aufbaut. Wie findet dieser Einfluss statt? Ihr kennt das vielleicht noch so aus der 6. Klasse, wo man sich das so vorgestellt hat, dass man in einem Material wie so kleine Kompassnadeln drin hat. Und da sind überall so Nord- und Südpole. In diesem Fall wären die ausgerichtet und dann hätte man einen Magneten. Im allgemeinen Fall sind die erstmal ungeordnet. Ich mache jetzt mal nur solche kleinen Pfeile. Die stehen also irgendwie so in dem Material. Und wenn man jetzt ein äußeres Magnetfeld anlegt, Nord-Süd, dann richten sich diese kleinen sogenannten Elementarmagnete aus, bis die dann alle so stehen. Na, in diesem Fall machen wir mal hier Süd und da Nord. Und dann hätte man das Ganze auch so, wie es hier ist. Dann würden sich nämlich die ganzen Kompassnadeln, die hier drin sind, würden sich so ausrichten. Und dann hätte man einen Dauermagneten erschaffen. Und dieser Dauermagnet verstärkt das magnetische Feld der Spule, was eh schon da ist. Also durch das Ausrichten der Elementarmagnete, na, also Elementarmagnete, durch das Ausrichten der Elementarmagnete erhalten wir einen zusätzlichen Magneten im Inneren der Spule, der das magnetische Feld der Spule verstärkt. Das kennt man schon vom Kondensator. Beim Kondensator war es damals so, dass wir ein sogenanntes Dielektrikum in den Kondensator eingeführt haben. Das war ein Isolator und der hat die Kapazität des Kondensators verstärkt. Und hier in diesem Fall führt man ein Material ein, was das magnetische Feld im Innern verstärkt. Und während hier mit diesem Dielektrikum dieses Epsilon R verbunden war, die Elektrizitätskonstante, hatte man hier die Permeabilitätszahl μr, die hiermit verbunden ist. Also μr wäre quasi der Verstärkungsfaktor des magnetischen Feldes. Und dieser Verstärkungsfaktor ist dimensionslos, ist also einfach eine Zahl, das können 5, 7 oder 9 sein oder auch 200.000, je nachdem, was man für eine Legierung da wählt. Und damit ist die Sache eigentlich klar. Eigentlich deshalb, weil es jetzt drei verschiedene Arten Stoffgruppen gibt, mit denen man das machen kann. Und die erste Stoffgruppe sind die sogenannten Ferromagnetika. Ferromagnetisch, da steckt dieser Begriff Eisen, Ferrum, Eisen drin. Das sind diese ganz klassischen Eisen, Nickel und ähnliche Legierungen, die man da aus verschiedenen Materialien erschaffen kann, die eine sehr, sehr große Verstärkung erreichen. Also zum Beispiel bei Eisen kriegt man einen lockeren Verstärkungsfaktor von 5000. Nickel, auch ganz klassisches Material, da hat man so ungefähr Verstärkungsfaktoren um 1000. Aber Legierungen, also Mischungen verschiedener Metalle, die man genau für diesen Zweck herstellt, können teilweise Verstärkungsfaktoren von 200.000 und mehr bewirken, was natürlich sehr, sehr ordentlich ist. Also man kann sich merken, Ferromagnetika, da ist dieses μr sehr groß gegen 1. Also eine deutliche Verstärkung. Dann gibt es die sogenannten
Paramagnetika. Paramagnetika verstärken das Magnetfeld auch, aber kaum. Das heißt, für Paramagnetika, wie zum Beispiel Luft, kann man sich vorstellen, Luft in der Spule macht da nicht besonders viel, da ist die Verstärkung unglaublich gering. Also bei Luft wäre zum Beispiel dieser Verstärkungsfaktor μr wäre 1,00000 und dann kommt nochmal eine 0 und dann eine 4. Also ein sehr, sehr schwacher Verstärkungsfaktor. Wenn ich Aluminium betrachte, auch ein Paramagnetikum, da wäre dieses μr gleich 1, und dann wiederum 0,00020. Man sieht sehr, sehr viele Stellen hinterm Komma und fast gar keine Verstärkung. Das bedeutet, dass bei solchen Stoffen sich die Elementarmagnete im Inneren sehr, sehr schlecht ausrichten können. Dass die also fast wie eingefroren sind und sich nur sehr, sehr vereinzelt, wenn es überhaupt ein Festkörper ist. Also bei Luft muss man sich das Ganze nochmal ein bisschen anders vorstellen. Aber wenn es zum Beispiel Aluminium ist, da passiert fast gar nichts. Wenn man das dann tabelliert findet, wäre es natürlich ein bisschen lästig, immer dieses 1,00000 anzugeben. Deswegen gibt man in einer solchen Tabelle bei den Paramagnetika, wo dann ja dieses μr ungefähr größer 1 ist, also ganz knapp größer 1, gibt man immer μr minus 1 an. Das hat den Vorteil, dass man, wenn man diese 1 sich spart, mit Zehnerpotenzen arbeiten kann. Und dann kann man zum Beispiel hier sagen 0,4 mal 10 hoch minus 6 oder 20 mal 10 hoch minus 6 oder auch bei Platin 2,7 mal 10 hoch minus 4. Wenn man diese 1 los wird, dann bleibt nämlich nur noch ein Rest zurück, den man mit einer Zehnerpotenz schreiben kann. Deswegen diese Angabe. So, die zweite Stoffgruppe, also nochmal zusammengefasst, Ferromagnetika, eine ganz starke Erhöhung, weil sich die Elementarmagnete gut ausrichten können. Bei den Paramagnetika entweder wie bei Luft ein ganz anderer Mechanismus, der für eine ganz leichte Verstärkung sorgt, oder die Elementarmagnete sind fast eingefroren. Und dann gibt es noch die sogenannten Diamagnetika. Und bei den Diamagnetika ist es so, dass die das magnetische Feld sogar ganz leicht abschwächen. Aber ganz leicht bedeutet in dem Fall wieder, wenn ich zum Beispiel Wasser nehme und diese Spule in Wasser legen würde, dann hätte ich eine Abschwächung von oder beziehungsweise einen Verstärkungsfaktor angenommen. Naja, Verstärkungsfaktor trifft es nicht ganz, aber 0,99991. Irgendwie sowas in dieser Art. Ja, das bedeutet fast 1, aber eine minimale Abschwächung. Wir können also hier schon mal sagen, μr ist ungefähr, aber gerade kleiner 1. Und wenn ich mit einer Zahl gerade kleiner 1 multipliziere, ist es natürlich eine Abschwächung. Insofern ein Verstärkungsfaktor von 0 bis 1 wäre eine Abschwächung. Und auch hier ist es natürlich wieder sehr lästig, diese ganzen Neunen immer zu schreiben. Und deswegen tabelliert man gerne wieder dieses μr minus 1. Und wenn ich hier 1 abziehe, dann bleibt hier 9 mal 10 hoch minus 6 oder sowas, minus 9 mal 10 hoch minus 6 übrig. Also ich kriege eine Differenz, die ich wieder sehr gut als Zehnerpotenz schreiben kann. Deswegen bei diesen Tabellen immer aufpassen. Bei den Ferromagnetika steht das μr direkt da. Bei den Paramagnetika μr minus 1, was zu einer leicht positiven Zahl führt. Und bei den Diamagnetika μr minus 1, was zu einer leicht negativen Zahl führt. Wenn man es dann einsetzt, muss man das natürlich trotzdem beachten, dass man das so berechnet. Ja, warum schwächen die Diamagnetika das Feld? Beim Wasser zum Beispiel. Wasser hat Dipolcharakter. Der Wasserstoff ist leicht positiv, Sauerstoff ist leicht negativ. Das dreht sich dann im Magnetfeld. Und durch diese Drehung wird das magnetische Feld leicht geschwächt. Bei anderen Stoffen finden auf atomarer Ebene Prozesse statt, dass sich Elektronen innerhalb des Atoms verschieben.
Solche Prozesse können zu einer sehr geringen Abschwächung des Feldes führen. Ja, soweit zur Permeabilitätszahl μr, die dann einfach multipliziert wird, wie man das auch von dem Epsilon erkennt.